Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr seht, die Farbe vom letzten Mal, Henna, ist immer noch so grünlich. Also ich finde, insgesamt hat es sich ein bisschen ausgeglichen, aber es gibt auf jeden Fall noch so grüne Strähnen. Und wie versprochen, heute Teil 2. Wir versuchen es nochmal und hoffen, dass es dieses Mal dann rot wird. Ich habe mir jetzt so eine andere Farbe besorgt. Das ist diese hier von Santé. Ich weiß nicht, mal schauen, ob das jetzt besser funktioniert. Gucken wir erstmal, wie man das macht. Los geht's. Also in der Packung ist jetzt so eine Haube dabei und natürlich die Farbe und eine Anleitung. Und da steht drin, dass man am besten kochenden schwarzen Tee nimmt oder heißes Wasser. Aber schwarzer Tee intensiviert halt das Farbergebnis. Dementsprechend kümmern wir uns mal darum. Okay, also ich habe das jetzt nochmal geföhnt in der Haube, weil da steht, dass man das möglichst warm halten soll. Keine Ahnung, wie man das länger hinkriegen soll, aber ja, vielleicht hilft das ein bisschen. Und jetzt wasche ich es aus. Deutsch kann ich. Das müssten jetzt auf jeden Fall 2 Stunden gewesen sein. Ich glaube, das war sogar noch ein bisschen länger. Und jetzt wasche ich das mal aus und gucke, wie es aussieht. Okay, es ist ausgewaschen und sieht exakt so aus wie vorher. Tatsächlich habe ich wirklich nicht das Gefühl, dass sich irgendwas getan hat. Insofern warte ich mal bis morgen, aber vielleicht muss ich doch wieder zu nicht pflanzlicher Farbe umsteigen, weil das ist irgendwie doch recht enttäuschend. So, es ist ein paar Tage später und wie man sieht, es gibt noch so einen grünen Schimmer an manchen Stellen. Aber wenn man jetzt so drauf schaut, sieht es erstmal so orange-ig aus. Und tatsächlich gefällt es mir eigentlich ziemlich gut. Also ich finde, man sieht jetzt keinen so riesig großen Unterschied. Ich meine natürlich, wenn man drauf achtet, ist das hier halt so gelb-orange-grün und da halt normale Haarfarbe. Aber insgesamt finde ich, fällt es nicht so krass auf und ja, es hat halt so einen leicht rötlichen Schimmer. Mal gucken, ob ich jetzt hier unten nochmal mit irgendeiner anderen Farbe drüber gehe, aber zumindest fürs Erste bin ich damit jetzt auch erstmal zufrieden. Genau, und das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao und schöne Weihnachtszeit!